Hallo Leute, wir sehen ja das Sony Ericsson Aino in Schwarz. Und wie ihr bestimmt wisst, hat man ja ein Touch-Display, das nur für Multimedia-Anwendungen geeignet ist. Also Foto machen, anschauen, die Bilder, Musik, Video und Radio. Und andere Funktionen könnt ihr, also das normale Handybedienung könnt ihr nicht in Touch verwenden. Und dann müsst ihr halt über die Tastatur bedienen. Also ich kann jetzt hier nicht dieses antippen. Das wisst ihr ja. Aber ihr könnt, falls ihr im Internet surfen wollt, euch den Opera Mini 5 downloaden, den ich jetzt gerade mal starte. Man sieht, der springt ja schon in das Querformat. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, über diese Pfeiltasten und Tastatur zu bedienen. Also man sieht die Sprünge. Oder ihr könnt das Handy, also den Browser per Touch bedienen, indem ihr hier einfach drauf rumtippt. Also man sieht, jetzt das Handy ist aufgeschoben. Natürlich geht das gleiche auch, wenn ihr das Handy zuschiebt. Habt ihr immer noch euer Touch-Feld aktiviert und könnt halt dann hier ganz bequem im Internet surfen, ohne die Pfeiltasten zu verwenden. Ja, wenn wir das mir jetzt antippen. Seht ihr, funktioniert alles. Und hier können wir schön hin und her scrollen. Was der einzigste Nachteil daran ist, das Internet über Touch zu bedienen, ist bei der Eingabe von einer Website. Also ihr müsst wirklich hier die Tasten genau treffen. Sonst habt ihr, seht ihr es wie jetzt? Ich wollte eigentlich den Link löschen. Und dann wurde los aktiviert. So, jetzt haben wir gelöscht. Und jetzt versuche ich mal hier Google einzugeben. Genau. Punkt D. Nein. Ja, jetzt wollte ich löschen, bin wieder auf Start. Jetzt geht's DE. Und dann können wir auf Los tippen. Na, komm. Also genau das, was ihr jetzt hier seht, ist der Nachteil. Man kann nicht präzise drücken. Beziehungsweise in der Mitte schon. Aber sobald man dann irgendwie unten am Rand ist, dann ja, muss man schon einen guten, knappen halben Zentimeter über die Taste tippen, um überhaupt was zu treffen. Aber sonst ist es eigentlich ganz in Ordnung gemacht. Man kriegt jetzt hier allerdings zum Beispiel so eine Abfrage, ob die Anwendungen gesendet werden sollen, die man natürlich dann nicht mit Touch bedienen kann, weil das jetzt wieder also eine Meldung vom Handy ist. Und dann machen wir es hier mal nein. Nein. Und sobald ich dann diese Meldung wieder weggedrückt habe,
kann ich ganz normal wieder mit meiner Touch-Funktion fortfahren. Und halt hier, ja, jetzt mal hier schließen. Das Handy bedienen, beziehungsweise im Internet surfen. Also ist eine ganz coole Sache. Wie gesagt, man kann das Handy auch zuschieben und kann jetzt hier die Sachen antippen. Und es funktioniert eigentlich recht gut, bis auf die Eingabe von Websites oder so, weil ihr die Tasten genau drücken müsst, treffen müsst. Ja. Aber also die Qualität von dem Display ist relativ gut, also um nicht zu sagen top. Ja. Das war's dann eigentlich auch schon. Das wäre dann der Opera Mini 5 Browser gewesen, den ihr auf euer Handy laden könnt und ja, wie ihr seht, das Touchfeld doch benutzen könnt, auch wenn ihr nicht irgendwie Musik abspielt oder Bilder macht. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Vielleicht hat es dem einen oder anderen irgendwie gefallen, geholfen, dass der jetzt seine Meinung über das Handy ändert. Eventuell, man weiß es nicht. Und bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.